Die Stimmung ist beim ersten Training schon gut. Patrick Drewes, herzlich willkommen. Sinan Tekerci, ihr seid beide ausgeliehen. Patrick, du vom VfL Wolfsburg, Sinan von Dynamo Dresden. Mit welchen Erwartungen kommt ihr an die Hammerstraße? Was sind eure Ziele? Ja, für mich persönlich einfach gute Leistung zu zeigen und erfolgreich mit der Mannschaft zu sein. Das ist das Erste. Ja. Sinan, bei dir? Ja, ich will mich zeigen. Ich will mit Preußen vorne mitspielen, mich weiterentwickeln. Das war's. Was meint ihr, was ist in dem aktuellen Kader drin? Kennt ihr schon ein paar Jungs von früher? Ja, gegen die einen oder anderen hat man schon gespielt. Ein paar kennt man auch, wenn man den Fußball verfolgt. Ansonsten, was im Kader drin ist, glaube ich, zeigen so die nächsten Wochen, wenn wir dann öfter zusammen trainiert haben. Sinan, dir sind wahrscheinlich ein paar Gesichter noch bekannt aus den Duellen mit Dynamo Dresden? Na klar, man kennt die Gesichter aus der dritten Liga. Man trifft sich immer wieder im Fußball. Jungs, willkommen an der Hammerstraße. Edison Jordanov, Sandrino Braun, ehemals Stuttgarter Kickers. Wie hat es euch gefallen, das erste Training? Also ich bin positiv beeindruckt. Also vor so viele Fans zu trainieren, war schon echt geiles Gefühl. Und ja, das macht einfach Bock auf mehr. Edison, vor 500 Mann macht das Training auch Bock, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, das hatte ich schon länger nicht mehr. Und ja, hat Spaß gemacht und war für das erste sehr gut. Ihr kennt euch aus vergangenen Zeiten, ihr kennt auch Michele Rizzi. Was denkt ihr, was ist drin in der Mannschaft? Ja, guter Einzelspieler. Ja, wir haben heute jetzt zum ersten Mal trainiert. Das hat eigentlich ordentlich funktioniert. Wir haben jetzt noch 6 Wochen Vorbereitung. Ja, und dann schauen wir mal weiter. Vorbereitung ist für einen Profi nicht immer so ein Leckerbissen. Der FC Valencia gassiert da beim Preußenstadion. Freust du dich drauf, Edison? Ja, auf jeden Fall. Ich habe es gesehen dann im Internet auch und habe mich direkt gefreut, habe direkt erzählt. Ist eine gute Sache, aber ist ja trotzdem ein Vorbereitungsspiel und wenn es dann richtig losgeht, dann ist super. Alles klar, vielen Dank, Jungs. Tobi und Tobi bei mir im Interview, der eine aus Groß Asbach, der andere aus unserem Youngsters-Bereich. Erstes Training ist hinter euch. Wie hat es sich angefühlt? Hat Spaß gemacht nach der langen Pause, wieder einen Ball am Fuß zu haben. Super Wetter, die Sonne kam noch raus, also fürs erste Mal richtig gut. Tobi, du kennst das Training schon aus dem Schatten des Preußenstadions. Wie war es jetzt mal im Stadion hier zu trainieren? Ja, war auf jeden Fall was anderes, auch vor so einer Kulisse zu spielen, war auf jeden Fall eine Erfahrung wert und hat Spaß gemacht. Tobi, du hast deinem alten Mannschaftskollegen Michele Rizzi, auch dein Neuer, geschrieben, als du zum ersten Mal in Münster warst, wir haben alles richtig gemacht. Was habt ihr alles richtig gemacht? Ja, ich denke das Ganze, wir haben das Umfeld schon ein bisschen kennengelernt hier, die Stadt, das Ambiente so, das Stadion hat ja sein eigenes Flair so, ein bisschen älter und die Fans schon auf den Videos schon gesehen und selber hier schon gespielt, also ich denke, wir können uns durchweg positiv und können uns sehr freuen auf die Zeit jetzt hier. Tobi Waschewski, im letzten Jahr sind 2 Youngsters hochgezogen worden. Leon Schwers hat sich irgendwann zur Stammkraft etabliert. Lennart Stoll ist auch zu ein paar Einsätzen gekommen. Was sind deine persönlichen Ziele? Also ich will so oft wie möglich versuchen zu spielen und ich werde mein Bestes geben und alles offen. Alles klar, viel Erfolg, Jungs. Danke. Sebastian May, herzlich willkommen beim SC Preußen Münster. Bist mit dem FSV Zwickau aufgestiegen. Warum hast du dich trotzdem entschieden, an die Hammerstraße zu wechseln? Ja, meiner Meinung nach ist es perspektivisch besser, hier zu spielen für mich. Und ja, das ist eigentlich schon der Grund, warum ich da hergewechselt bin. Was hat dich heute vielleicht schon überzeugt, die 500 Fans, die beim ersten Training waren? Ja, war mega schön. Platz ist sehr, sehr gut. Stadion kann man sich schon ungefähr denken, was dann hier los sein kann. Und ja, war schön. Alles klar, vielen Dank. Jeroen Alhaisaime, hier an der Hammerstraße, erstes Training, wie war's? Ja, es war sehr schön. Wir haben die Fans im Rücken, 250 waren es, glaube ich, insgesamt. 500? 500, okay, da habe ich mich gleich verschätzt. Ja, auf jeden Fall ist das ein schönes Gefühl, dass die Fans so Interesse zeigen und hoffentlich können wir das mit unserer Leistung zurückgeben. Du bist mit den Sportfreunden Lotte in die dritte Liga aufgestiegen. Warum bist du trotzdem zu den Preußen gewechselt? Ja, es gab mehrere Gründe. Ich hatte den Vertrag schon vorher, bevor die Relegationsspiele anstanden, unterschrieben. Und ich wollte halt für mich persönlich für die Relegationsspiele freien Kopf kriegen. Aber auch meine Zukunft mit meiner Frau zusammen halt planen. Ne? Viel Erfolg dabei. Dennis Mangafitsch, herzlich willkommen beim SC Preußen Münster. Du hast den Adler-Dress getauscht, vom FSV Frankfurt an die Hammerstraße gekommen. Mit welchen Zielen und Erwartungen? Ja, wie gesagt, letztes Jahr war ein schwieriges Jahr für mich beim FSV und ich hoffe, es wird ein besseres Jahr für mich. Wo siehst du dich in der Mannschaft? Wie schätzt du dich persönlich ein? Was sind deine Stärken?
Also ich denke, meine Position ist der rechte Verteidiger, das ist auch meine Lieblingsposition und ich denke, ja, dass ich da spielen werde. Michele Rizzi, vor ein paar Tagen noch im Groß-Asbach-Dress Tennis gespielt, heute zum ersten Mal in Preußen das Fußball. Wie war's? Ja, war gut. Der Trainer hat gleich Gas gegeben heute, hat gesagt, er möchte gleich mal im ersten Training sehen, wie gut wir drauf sind. Und ich glaube, es hat heute richtig Spaß gemacht, war cool, gute Atmosphäre, die Jungs haben Gas gegeben und so kann es auch weitergehen, denke ich.